willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei EWTN, zu unserer Übertragung der Heiligen Messe am Heiligen Abend, an Weihnachten 2016, hier aus Bethlehem, aus dem Geburtsort Jesu Christi, dessen Geburt wir heute feiern. Er ist das Licht, das in die Welt gekommen ist, die Erlösung, auf die die Menschen gewartet haben, die Geburt Christi, der Wendepunkt für die gesamte Menschheit. Heute an diesem Festtag erinnern wir uns daran, feiern das Kommen Gottes in die Welt. Das größte Ereignis, das uns die Liebe Gottes zu uns Menschen zeigt. Zelebrant ist der apostolische Administrator des lateinischen Patriarchats von Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa, ein Franziskaner, der zuvor Kustos im Heiligen Land war und in diesem Jahr vom Papst Franziskus ernannt worden ist als apostolischer Administrator dieser Gegend des Heiligen Landes, ist auch verantwortlich für Jordanien, für Zypern, also sein Verantwortungsbereich, das Patriarchat geht weit über das Heilige Land, über Israel und Palästina hinaus. Beten wir bei dieser Messe auch ganz besonders für den Frieden in dieser Region, für den Frieden im Nahen Osten. Deswegen immer ein Christ in dieser doch mehrheitlich muslimischen Gesänge in arabischer Sprache hören während der Heiligen Messe. Begrüßt der Zelebrant Pier Battista Pizzaballa. Christus mit einem Altarkuss, der Altar, der für Christus steht. Domine labia mea per ies. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde.
Christe Redemptor omnium. Lasset uns anbeten, Christus, den Erlöser. Christus ist uns geboren, kommt ihn anzubeten. Der Herr hat uns geschaffen, sein sind wir, wir sind sein Volk. Er ist unser Hirte. Christus ist uns geboren, kommt ihn anzubeten. Dem Heiligen Geist, im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Christus natus est nobis, venite Christe Redemptor omnium, ex patria Christumice, solus ave Christi. Und bei der Hymnus, der die Geburt Christi heißt.
Zuschauerinnen und Zuschauer von EWTN. Wir übertragen die Christmette aus Bethlehem, dem Geburtsort Jesu Christi. Die Heilige Messe beginnt mit dem Abendgebet, mit den Psalmen des heutigen Tages, den die Choralschule in lateinischer Sprache singt. Zu Beginn dieser Heiligen Messe, die zelebriert wird vom apostolischen Administrator des lateinischen Patriarchats, Pier Battista Pizzaballa. Thank you.
Preise den Herrn, lob singe Zion deinem Gott, denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht, die Kinder in deiner Mitte gesegnet. Er verschafft deine Grenzen Frieden und sättigt dich mit besten Weizen. Er sendet sein Wort zur Erde, rasch eilt sein Befehl dahin. Er spendet Schnee wie Wolle, streut den Reif aus wie Asche. Eis wirft er herab in Brocken, vor seiner Kälte erstarren die Wasser. Er sendet sein Wort aus und sie schmelzen. Er lässt den Wind wehen, dann rieseln die Wasser. Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Gesetze und Rechte. An keinem anderen Volk hat er so gehandelt, keinem sonst seine Rechte verkündet. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott zu sein, sondern er äußerte sich und wurde wie ein Sklave, dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Damit alle Himmel auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zum Ehre Gottes des Vaters. So eine Antiphon zum Heiligen Namen. Das Wort ist Fleisch geworden, Halleluja. Und es hat unter uns gewohnt, Halleluja.
lectio libris Iae profete, ex dici Dominus Deus, egredietur virga de stirpe Iesse, et flos de radiceius ascendet, et requiescet super eum Spiritus Domini, Spiritus sapientiae et intellectus, Spiritus consilii et fortitudinis, Spiritus scientiae et timoris Domini, et delictieius in timore Domini. Non secundum visionem oculorum judicabit, neque secundum auditum aurium decernet, sed judicabit in justitia pauperes, et decernet in iniquitate pro mansuetis tere, et percutuit teram virga oris sui, et spiritu labiorum. Eine Lesung aus dem Propheten Jesaja. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihn, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er richtet sich nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen. Ein kleiner Knabe kann ihn hüten. Kuh und Bärin freunden sich an. Ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Das Kind streckte seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isai sein, der dasteht als Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen ihn auf. Sein Wohnsitz ist prächtig. An jenem Tag wird der Herr seine Hand von Neuem erheben, um den übrig gebliebenen Rest seines Volkes zurückzugewinnen, von Assur und Ägypten, von Patros und Kusch, von Elam, China und Hamat, von den Inseln des Meeres. Er stellt für die Völker ein Zeichen auf, um die Versprengten Israels wieder zu sammeln, um die zerstreuten Judas zusammenzuführen von den vier Enden der Erde. Dann hört der Neid Ephraims auf. Die Feinde Judas werden vernichtet. Ephraim ist nicht mehr eifersüchtig auf Juda und Juda ist nicht mehr Ephraims Feind. Sie stoßen nach Westen vor wie Flug, wie im Flug. Den Philistern in die Flanke vereint plündern sie die Völker des Ostens aus. Sie ergreifen Besitz von Edom und Moab. Die Ammoniter müssen ihm gehorchen. Der Herr trocknet die Bucht des ägyptischen Meeres aus. Er schwingt im glühenden Zorn seine Faust gegen den Euphrat und zerschlägt ihn in sieben einzelne Bäche, sodass man in Sandalen hindurchgehen kann. So entsteht eine Straße für den Rest seines Volkes, der übrig gelassen wurde von Assur, eine Straße, wie es für Israel gab, als es aus Ägypten herausfuhr. Eine Lesung aus dem Propheten Jesaja, die Ankündigung des messianischen Reiches, das mit Jesus Christus anbricht.
ex sermonibus sancti leonis manie pape. Salvator noster directissimi, hodie natus es gaudiamus. Neque enim locum. Der Erlöser ist heute geboren. Jubeln wir und preisen ihn. Ue consumto mortalitatis timore, nobis ingeri de promissa eternitate. Er hat die Angst vor dem Tod uns genommen. Nemo abuius alacritatis participatione se cernitur, una cuntis letitiae communis est ratio, quia Dominus noster peccati mortisque destructor, sicut nullum areato liberum reperit, ita liberandis omnibus venit. Exultet sanctus, quia propinquat ad palmam, gaudiat peccator, quia invitatur ad veniam. Animetur gentilis, quia vocatur ad vitam, Dei namque filius, secundum plenitudinem temporis, quam divini consilii inscrutabilis altitudo disposuit, reconciliandam autoris suo, naturam generis adsumsit humani, ut inventor mortis diabolus, per ipsam quam viceret, viceretur. Ab exultantibus ergo angelis, nascente Domino gloria in excelsis Deo canitur. Et pax in terra boni voluntatis hominibus non etiatur. Vident enim celestem Jerusalem ex omnibus mundi gentibus fabricari, de quo inenarrabili divine pietatis opere quantum letare debit humilitas hominum, cum tantum gaudiat sublimitas angelorum. Agamus ergo dilectissimi, gratias Deo Patri per filium eius in spiritu sancto, qui propter multam caritatem suam quam dilexit nos, misertus est nostri, et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos Christo, ut essemus in ipsum nova creatura, novumque figmentum. Deponamus ergo veterem hominem cum actibus suis, et adepti participationem generationis Christi, carnis renunciemus operibus. Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam, et divini consos factus nature, nol inveterem vilitatem de generi conversatione redire. Memento cuius capitis et cuius corporis sit membrum, remenisere quia erutus de potestate tenebrarum, translatus es in Dei lumen et regnum. Per baptism,
per baptisma ti sacramentum Spiritus Sancti factus est templum. Nolli tantam habitatorem pravis de te actibus effugare. Et diaboli te iterum subiscere servituti, quia petium tuum sanguis est Christi. Octavo calendas annuari, luna vicesimo quarto, e numeris transacti seculis a creazione mundi, quando in principio Deus creavi celum et terra, et hominem formavi ad imaginem sua. Eine längere Wochliturgie. Per multis etiam seculis, escopos diluvium altissimus in nubibus, Mahmoud Abbas, Arcum Pozuera, Signum Federis et Pace, Palästinenser hier in der Westbank, die Katharinenkirche um hier gleich am Gottesdienst an der Eucharistiefeier teilzunehmen. Caldeorum seculo vigesimo primo. Ab egressu populi Israel de Egipto, Moise duce, seculo decimo tertio. Ab unctione David in rege, anno circiter miliesimo. Hebdomada sexagesima quinta, uxta Danialis profetia. Olimpiade centesima nonagesima quarta. Ab urbe condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperi Caesaris Octaviani Augusti quadragesimo secundo. Dottorbe in pace composito Iesus Christus Eternus Deus, Eternique Patris Filius, Mundum volens Adventus suo Piissimo consecrare, De Spiritus Sancto Conceptus, Novemque post conceptionem De Cursis Mensibus. Hic in Bethlehem Iude, Nacitur ex Maria Virgini, Factus homo. Nativitas Domini nostri Jesu Christi secundum carne.
Gloria in excelsis Deo. Nach den einführenden Gebeten, Psalmen, Lesungen und Gesängen beginnt nun die heilige Messe hier in Bethlehem am Geburtstag Jesu Christi mit dem Gloria. Und der Verehrung des Jesuskindes. Das nun vor den Altar gelegt wird und verehrt wird vom Geläut der Glocken hier in Bethlehem begleitet. Das Kind in der Krippe, Altar und Kreuz werden inszeniert. Der aufsteigende Rauch, Zeichen des Gebets zu Gott, dem Vater im Himmel. Glockengeläut und Gloria, Zeichen der Freude und des Lobpreises Gottes, dass er uns sich selbst geschenkt hat in seinem Sohn Jesus Christus, Mensch wurde. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, Herrscher über das All, Herr eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser, denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
Oremus. Lasset uns beten. Deus qui an sacratissima noctem. Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Heute ist uns der Retter geboren, der ist Christus, der Herr. Cantate Domino canticum novum, cantate Domino omnis terra, cantate Domine, Domino benedicite nobis. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Lande, singt dem Herrn und preiset seinen Namen. Annunciate de diem diem salutare eius, annunciate inter gentes gloriam eius. Verkündet sein Heil von Tag zu Tag, erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit, bei allen Nationen von seinen Wundern. Heute ist uns der Retter geboren, Christus der Herr. Jesus, Christus, Christus, Christus.
celi et exulte terra sonet mare et plenitudo eius. Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, es brause das Meer und alles, was es erfüllt. Es jauchze die Flur und was auf ihr wächst. Jubeln sollen alle Bäume des Waldes. Vor dem Herrn, wenn er kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis gerecht und die Nationen nach seiner Treue. Heute ist uns der Retter geboren, Christus der Herr. The second reading. A reading from the letter of St. Paul to Titus. Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an Titus. Saving all. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen und sich ein reines Volk zu schaffen, das ihm als sein besonderes Eigentum gehört und voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Das Halleluja. Ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist euch der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Ein Diakon hat das Evangelium feierlich in einer kleinen Prozession zum Ambo getragen und wird gleich aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas die Weihnachtsbotschaft lesen und verkünden. Dominus vobiscum. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Von
Factum est autem in diebus illis, exit edictum a Caesari Augusto. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinus Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Et angelus dominis tetit exsulta illos, et claritas domini circumfulsit illos. Et timeo erunt timore manio. Et dixit illis angelus, nolite timere, ecce enim evangelizo vobis gaudium manium, quod erit omni populo, quia natus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus in Civitate David. Et hoc vobis signum invenietis infantem pannis en vultum, et positum in hoc presepio. Et subito facta est cum angelo multitudum militiae, celestis laudantium Deum et dicentium: Gloria in altissimis Deo, et super terram pax in omnibus bone voluntatis. Verbum Domini. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Es folgt die Predigt von Pier Battista Pizzaballa,
dem apostolischen Administrator. Frohe Weihnachten euch allen. Ich möchte den Präsidenten des palästinensischen Staates begrüßen, Mahmoud Abbas. Wir danken Ihnen für Ihre Gegenwart. Es ist eine Tröstung und ein Trost für unsere christliche Gemeinschaft hier. Und wir begrüßen auch die Vertreter verschiedener Länder aus Jordanien, aus Italien, den diplomatischen Korps und die verschiedenen Vertreter der Konsulate, alle Brüder und Schwestern, die aus der ganzen Welt hierher kommen und aus den verschiedenen Orten Palästinas. Und auch grüße ich alle ganz herzlich, die uns über das Fernsehen verbunden sind. Herzlich willkommen hier in Bethlehem und frohe Weihnachten. Seht, der Herr steht schon vor der Tür. So heißt es im Jakobusbrief, Vers 5. Christ enters the world. Weihnachten ist der Eintritt des Gottessohnes in die Welt. Christus tritt in die Welt hinein. Er kommt zu seinem Volk. Und vor ihm ist alles ein sich öffnen oder ein sich schließen von Türen. Im Nachgang zum Jubiläum der Barmherzigkeit können wir Weihnachten als Tür verstehen, die Gott offen hält, um dem Menschen entgegenzugehen und ihn einzuladen, in die Gemeinschaft mit ihm einzutreten. An Weihnachten öffnet sich vor allem die Pforte Gottes, aus der der Sohn hervortritt, der Immanuel, der Gott mit uns. Es öffnen sich die Himmel. Von der Geburt an bis zur Taufe des Herrn ist alles ein sich öffnen der Pforten des Himmels, aus dem die Engel auf- und niedersteigen und die Ankunft des Geistes verkünden und vorbereiten. Es öffnet sich vor allem das göttliche und menschliche Herz des Sohnes. Darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt: Schlacht und Speiseopfer hast du nicht gefordert, noch ein Leib hast du mir geschaffen. John 10:9. Is in person the Lord's own gate, through it the righteous enter. Da sagte ich, ja, ich komme, so steht es über mich in der Schriftrolle, um deinem Willen Gott zu tun. Christus reißt die Pforten seines Lebens weit auf, so weit, dass er sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er ist in Person das Tor zum Herrn, in das nur Gerechte eintreten. Der offenen Tür entsprechen die offenen Türen der Männer und Frauen, die bereit sind, ihn eintreten zu lassen. Das Herz Mariens und Josefs mit einem Ja ohne Reue. Die Türen des Hauses von Elisabeth und Zacharias. Der großzügige Lebensweg der Hirten und der Weisen aus dem Morgenland, von Simeon und Anna. Aber es gibt auch Türen, die sich verschließen. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1,11. Es verschließen sich das Herz des Herodes, die Häuser, die keinen Platz für ihn haben. Das Leben desjenigen, der schon seine Güter besitzt, um sie zu verteidigen, der seine Projekte realisieren möchte, seine Ideen, um die anderen aufzudrängen. Mir gefällt dieses Bild von der Tür. Es ruft uns auf, erinnert uns daran und lädt uns ein, das Risiko der Freiheit anzunehmen, die sich öffnet oder verschließt und so den Frieden möglich oder unmöglich macht, auf den wir warten. Es ist die Begegnung, die rettet. Die Weihnacht Christi, die Geburt Christi, die Weihnacht Christi und der Christen ist in der Tat kein magisches oder sentimentales Fest, dass man eingeschlossen in den eigenen vier Wänden lebt, sicher hinter den eigenen persönlichen, familiären oder sozialen Zäunen. Weihnachten ist kein privates, autonomes und indifferentes Sich-Wohlfühlen, das darin besteht, der mühsamen Wirklichkeit des Alltags zu entfliehen, keine bunte, glitzernde Parenthese in einem allzu grauen Leben. Weihnachten ist die Verkündigung des Heils, das darauf wartet, angenommen zu werden, um wirklich zu werden. Wie Maria nach der Verkündigung des Engels, wie Josef nach dem himmlischen Traum, wie die Hirten nach dem Gesang der Engel, wie die Magier, nachdem sie den Stern gesehen haben, so sind auch wir eingeladen, uns auf den Weg zu machen,
uns für den Einsatz zu entscheiden, unsere Bequemlichkeiten und unsere Überlegungen hinter uns zu lassen und bis nach Bethlehem zu gehen, um in den neuen Raum des Lebens und des Friedens einzutreten. Es ist das Reich, das zu eröffnen Christus gekommen ist. Die Pforte ist offen und unsere Freiheit ist erbeten. Ich weiß sehr wohl, dass wir alle Opfer eines ständig wachsenden Gefühls von Unsicherheit und Misstrauen sind. Hoffnungen auf Frieden, die oft enttäuscht worden sind, immer wiederkehrende Gewalttaten, wirkungslose rhetorische Worte, all das drängt uns eher dazu, uns zu verschanzen, die Pforten zu verriegeln, Wachsysteme aufzustellen und weit weg zu fliehen, und dass wir all das lieber tun, als dass wir in Vertrauen und Hoffnung all dem uns widersetzen. Wir fürchten uns vor dem Fremden, der an der Tür unseres Hauses klopft und an den Grenzen unserer Länder. Die verschlossenen Türen, die verteidigten Grenzen sind mehr als persönliche und politische Entscheidungen. Zuallererst sind sie eine Metapher der Angst, die unvermeidlich die gewaltsame Dynamik des gegenwärtigen Moments erzeugt. Wir sind verängstigt durch das, was in der Welt geschieht, mit unseren Hoffnungen, die hier wie in vielen anderen Ländern der Welt inmitten der Korruption, der Herrschaft des Geldes, der sektiererischen Gewalt und der Angst Schiffbruch erleiden. In Syrien, im Irak, in Ägypten und Jordanien. Aber auch in unserem heiligen Land wächst weiterhin der Durst nach Gerechtigkeit und Würde, nach Wahrheit und wahrer Liebe. Wir lehnen uns tatsächlich weiterhin gegenseitig ab und negieren uns. Wir leben und denken so, als ob nur wir da wären und es für die anderen keinen Platz gibt. In der Herberge gab es keinen Platz für sie, heißt es im Evangelium. Unsere Ängste bestimmen unsere Entscheidungen und unsere Orientierungen. Wir sind müde und desorientiert durch das, was um uns herum geschieht, und uns gelingt es nicht, eine Orientierung für unseren Weg zu finden. Wir finden keinen Stern, der uns führt. Es geht nicht nur um eine soziologische Gegebenheit, es ist vielmehr ein existenzielles Phänomen, eine Psychologie des Feindbildes, die sich fatalerweise in eine Ideologie verwandelt, die einen aggressiven Lebensstil erzeugt, eine konfliktive Weise, sich gegen die anderen zu stellen, ohne Hoffnungen auf Zukunft. Von den Haustüren bis zu den Grenzen der Staaten. Es ist alles ein sich Verschließen in der Angst und dem Misstrauen, in der Explosion und im Krieg. Wir fühlen uns alle ausgeschlossen, blockiert und getrennt. Weihnachten hingegen erzählt uns von einer Freude und von einem Frieden, wenn wir den guten Willen haben, die Türen zu öffnen. Wenn wir den guten Willen teilen, der öffnet anstatt zuschließt, der gibt anstatt zu nehmen, der verzeiht anstatt sich zu rächen. Wir können von der Ideologie des Feindbildes zur Logik der Brüderlichkeit wechseln. Wenn wir uns von einem Gott bewegen lassen, der Vertrauen in uns Menschen hatte, noch bevor wir auf ihn vertraut haben. Wenn Gott weder Angst noch Missachtung für den Menschen hatte, non heruisti virginis uterum, du hast den Schoß der Jungfrau nicht gescheut, singt eine Hymne der Kirche. Wenn Gott also weder Angst noch Missachtung für den Menschen hatte, dann können auch wir das mutige Vertrauen lernen, das dem anderen die Türen des Dialogs und der Begegnung öffnet. Heil und Frieden, Begegnung und Eintracht sind in der Tat eine Gnade, die wir von ihm erbitten, den wir gerade in dieser Nacht als Fürst des Friedens anrufen. Aber sie werden authentisch und real, wenn sie von Händen und Herzen angenommen und verwirklicht werden, die sich öffnen und sich für neue Mentalitäten, neue Verhaltensweisen, neue Projekte mutig und großzügig entscheiden, so wie Christus mutig und großzügig gewesen ist, als er gekommen ist, um mit uns das Leben zu teilen, indem er sich uns selbst schenkt. In diesem unserem Land, in dieser unserer Welt, in der viele von Frieden und Leben sprechen, aber nur wenige sich entscheiden, die Schwelle zum Einsatz und zur Entscheidung zu überschreiten, wiederholt Weihnachten die Einladung, Christus die Türen zu öffnen, der sich den Menschen offenbaren will. Durch die Riten und die Gebete dieser heiligen Nacht wird der Vater in Christus seinem Sohn den Menschen immer noch entgegenkommen.
Wo bist du? Und er lädt ihn ein, den Menschen in das Haus der Brüderlichkeit einzutreten. Überschreiten wir diese Schwelle? Das ist kein plakativer Slogan. Es ist eine Einladung, die sich an den Menschen und an die Gesellschaft richtet, an die Politik und die Wirtschaft, an die Armen und die Mächtigen dieser Welt. Gehen wir aus unserer Verschlossenheit heraus, öffnen wir die Tür unserer Vorurteile und Urteile und gehen wir jedem entgegen, der uns ruft? Gehen wir bis nach Bethlehem, um einen neuen Weg zu beginnen, oder bleiben wir eingeschlossen in unseren Palästen, um unsere Macht zu bewahren, um unsere eigenen Interessen zu verteidigen, auch bereit, den anderen auszuschließen, um die eigenen Positionen behalten zu können? Wenn wir das Kind betrachten, dann wissen wir eine Antwort auf den Durst nach Gerechtigkeit und Würde zu geben, auf die Sehnsucht nach Liebe und Brüderlichkeit, auch auf das Bedürfnis nach Begegnung? Oder vertrauen wir immer noch unseren eigenen kurzatmigen politischen oder militärischen Strategien? Haben wir den Mut, uns von jenem Kind herausfordern zu lassen, indem wir Partikularinteressen beiseite schieben und den anderen als Bruder betrachten, in der vollen Freiheit der Kinder Gottes, indem wir jegliche Gewalt, jegliche Überwältigung und jedweden Hochmut ablegen? Die Antwort steht nicht in den Sternen geschrieben, sondern in unseren freien und verantwortlichen Entscheidungen. Und während wir das Christuskind betrachten, die offene Tür des Vaters, die keine Ablehnung zuschließen kann, entflammt in uns das Vertrauen neu und belebt die Hoffnung wieder. Und wir singen erneut: Du bist unsere Hoffnung und wir werden nicht zugrunde gehen. Wir werden nicht enttäuscht sein. Frohe Weihnachten. Wie Sie sehen, wünschen sich hier die Gläubigen hier vor Ort frohe Weihnachten. Nach dieser Predigt hat besonders herausgestellt, die Türen zu öffnen, die Türen des eigenen Herzens, um Christus hineinzulassen. Christus, der unsere Hoffnung ist, Christus, auf den wir vertrauen können und der uns bittet, unsere Türen zu öffnen, um ihn einzulassen, gerade am heutigen Weihnachtsfest. Credo in unum Deum. Das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Bei diesen Worten knien sich die Gläubigen hin. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. In dieser Nacht, liebe Brüder und Schwestern, in der die Güte und Menschlichkeit des Heiland unseres Gottes erschienen ist, bringen wir vor Gott unsere Bitten dar, nicht im Vertrauen auf Werke unserer Gerechtigkeit, sondern im Vertrauen auf seine Barmherzigkeit. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Wir bitten für die Kirche Gottes, dass sie den Gläubigen vollständig bewahrt und mit der Freude aufnimmt und dass sie ein sakramentales Zeichen für alle Welt wird, für alle Völker wird. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Oremus pro pastoribus et evangelio defendendo. Wir bitten für die Hirten, für die Kirche Gottes, dass sie den Glauben vollständig bewahrt und mit Freude den aufnimmt, den die unbefleckte Jungfrau Maria durch ein Wort empfing und auf wunderbare Weise gebar. Wir bitten dich, erhöre uns. Oremus pro legislataribus et publicis moderatoribus.
Wir bitten für alle, die öffentliche Verantwortung tragen. Éclairé par la nouveauté de Noël, serve la dignité de chaque personne. Dass sie der Würde einer jeden Person dienen und den Frieden der Völker befördern. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Oremus pro pauperibus et pro minimi ordinis hominibus. Wir bitten für alle Armen, für die Flüchtlinge und die Emigranten, für die, die im Gefängnis sitzen und für die Verfolgten, für Menschen ohne Verfolgung, dass sie in den anderen Menschen Verständnis finden und ihnen zugehört wird und dass sie Gastfreundschaft erfahren und sie in der Hoffnung wachsen. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Oremus pro iniquodilis et peccatoribus. Wir bitten für die Sünder und die Ungläubigen. En su creer y recto sobrar sirven a la verdad para que tarde o temprano. Dass sie der Wahrheit dienen und das Licht des Evangeliums entdecken zu ihrem Heil. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Quesumus Domine Deus noster, ut fidelium tuorum supplicationes apud te ipsa commendet. Herr, unser Gott, wir bitten dich, nimm die Bitten deiner Gläubigen an, die sie dir anvertrauen und vor dich, dem wahren Gott und wahren Menschen, reinen Herzens hintragen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wenn nun die Gaben von Brot und Wein bereitet, die in den Leib und das Blut Jesu Christi verwandelt werden. Bringen wir unser ganzes Leben ihm auch dar, unsere Bitten und Wünsche und alles, was uns schwerfällt. Unsere Leiden und Freuden mit auf die Patene, damit der Herr alles verwandeln möge.
Bietet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Allmächtiger Gott, in dieser heiligen Nacht bringen wir dir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Nostibi sempre tubique gratia savagere, Domine sante pater omnipotens eterne vedevebus, quia per incarnati verbis ministerium, nova mentis nostre oculis, lux tue claritavatis infulsit, ut dum visibiliter deum cognovoscimus, perunc invisibilium, amorem rapiavamur, et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominatio omnibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tue vecavanimus, sine fine vedicementes. Der Sanctus. Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott,
Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Huius mandato ec mysteria celebramus. Ipse eni in qua nocte tradebat. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Deditque discipuli suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf dem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unserem Bischof Pier Battista und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone und alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich all unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
precepti salutaribus moniti. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Das Vaterunser wird in lateinischer Sprache gesungen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Et adventum salvatoris nostri Jesu Christi. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Der Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Offerte vobis pacem. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Die Zelebranten geben einander den Friedensgruß und so auch die Gläubigen. Es ist der Frieden, der von Christus herkommt, der den inneren Frieden gebiert, dessen Frucht wiederum der äußere Frieden ist. Bitten wir vor allen Dingen auch um den Frieden hier in diesem heiligen Land und in den umliegenden Ländern des Nahen Ostens, wie Syrien, Irak. Gerade auch für die verfolgten Christen und für alle, die leiden. Das Lamm Gottes. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Selig, die zum Tisch des Herrn geladen sind. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Während die Gläubigen hier den Leib des Herrn empfangen, lade ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer geistigen Kommunion ein. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich aber jetzt im Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komm geistigerweise zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich empfange dich und vereinige mich mit dir. In tiefster Ehrfurcht bete ich dich an. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. Der Chor singt zur Kommunion, Pua natus est nobis, ein Kind ist uns geboren. Herr, allmächtiger Vater, ich danke dir für alle deine Wohltaten und ganz besonders dafür, dass du mich mit dem kostbaren Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, geistig speisen möchtest. Ich bitte dich, lass dieses heilige Sakrament mir zur Quelle des Erbarmens und zum ewigen Heil gereichen. Die heilige Eucharistie sei für mich Rüstung des Glaubens und Schild des guten Willens. Sie möge mich von meinen Fehlern reinigen und alle Tugenden vermehren. Mich gegen alle Nachstellungen meiner sichtbaren und unsichtbaren Feinde schützen, mich innig und unzertrennlich mit dir, dem einen und wahren Gott, verbinden und mir so helfen, mein letztes Ziel zu erreichen. Schenke mir, armen Sünder, zu jedem unaussprechlichen Gastmahl zu gelangen, wo du mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist, deinen Heiligen, das wahre Licht bist, die ewige Freude, der vollendete Friede und die vollkommene Seligkeit. Amen.
Ich möchte dich empfangen, Herr, mit jener Reinheit, Demut und Andacht, mit der deine heiligste Mutter dich empfing, mit dem Geist und der Inbrunst der Heiligen. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie bei EWTN jetzt zugeschaltet haben, wir übertragen die Christmette aus Bethlehem, aus dem Geburtsort Jesu Christi, hier aus der Katharinenkirche, der Pfarrkirche in unmittelbarer Nähe der Basilika und der Geburtsgrotte. Nach der Heiligen Messe werden die Gläubigen in einer Prozession in die Geburtsgrotte, zur Geburtsgrotte gehen, um dort ganz besonders auch nochmal den Ort zu verehren, an dem Jesus Christus zur Welt gekommen ist, der Erlöser, der Friedensfürst, um uns zu erlösen von unseren Sünden und uns das Himmelreich aufzuschließen, damit wir dort in Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist auf immer in voller Glückseligkeit Gott von Angesicht zu Angesicht sehen können und erfüllt und glückselig leben können. Diese Einladung in das Himmelreich hat hier begonnen, in Bethlehem. Celebrant ist der apostolische Administrator, Bischof Pierbattista Pizzaballa. Apostolischer Administrator des lateinischen Patriarchats von Jerusalem.
Viele Gläubige sind hierher gekommen aus allen Teilen der Welt, Pilger, um an dieser Stelle die Geburt Christi zu feiern. Oremus. Lasset uns beten. Herr unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich, gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir einst Anteil erhalten an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes. Der hochwürdigste Vater Pier Battista Pizzaballa, durch Gnade Gottes als apostolischer Administrator des lateinischen Patriarchats der Heiligen Kirche von Jerusalem eingesetzt vom Heiligen Stuhl, wird nun im Namen des römischen Pontifex den apostolischen Segen mit der Gewährung eines vollkommenen Ablasses allen Gläubigen erteilen, die an dieser Feier heute teilnehmen, zu echter Umkehr bereit sind, sowie das Sakrament der Buße und die Heilige Kommunion empfangen haben. Bete zu Gott für unseren Heiligen Vater Franziskus, für unseren apostolischen Administrator Pier Battista und für die ganze Heilige Mutterkirche und bleibt bestrebt, heilig zu leben in voller Gemeinschaft mit Gott und allen Brüdern und Schwestern. By the grace of God and the Apostolic See, Administrator of the Holy Church of Jerusalem, will give the Apostolic blessing with a plenary indulgence in the name of the Roman Pontiff to all. Der Priester wiederholt diese Erklärung nochmal in englischer Sprache. Dominus vobiscum. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Inclinate vos ad benedictione. Neigt das Haupt. Deus infinite bonitatis qui incarnatione filii sui mundi tenebris effugavit, et eius gloriosa nativitate unc noctem sacratissimum illustravit in hoc parvo terre foramine, et fuget a vobis tenebras vitiorum, et irradiet corda vestra luce virtutum. Amen. Quique eius salutifere nativitatis gaudium magnum, pastoribus ab angelo voluit nunciare, ipse mentes vestra suo gaudio impleat, et vos evangelii sui nuntios efficiat. Et qui per eius incarnationem terrena celestibus sociavit, dono vos sue pacis et bone repliat voluntatis, et vos faciat ecclesiae consortes esse celestis. Amen. Per intercessionem beatorum postolorum. Auf die Fürsprache der seligen Apostel Petrus und Paulus segne euch der allmächtige Gott. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wird das Jesuskind, nimmt der Diakon das Jesuskind in die Hand, noch einmal zur Verehrung. Während der Chor singt, Puer Natus in Bethlehem und Gaudet Jerusalem. Ein Kind geboren zu Bethlehem, des freut sich Jerusalem, Halleluja, Halleluja, Gloria in Excelsis Deo.
Ehre sei Gott in der Höhe. Für die Prozession in die Geburtsgrotte legt Erzbischof Pierbattista Pizzaballa nun den Chormantel an. Der Engel Gabriel hat es verkündet, dass die Jungfrau Maria einen Sohn empfängt. Hier liegt das Kind in der Krippe. Ohne Ende ist seine Herrschaft. Er hat den Hirten offenbart, dass es der Herr ist. Begibt sich die Prozession unter Glockengeläut zur Geburtsgrotte, zu der Stelle, an der Jesus Christus geboren wurde, an der Gott Mensch geworden ist und uns seine unsägliche Liebe gezeigt und geschenkt und offenbart hat. Der Chor singt: Die Könige aus Saba kamen her. Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten sie dar. Um den Fürst zu preisen und zu grüßen. Der Erzbischof trägt nun in dieser feierlichen Prozession das Jesuskind und hält es in seinem Arm, um es in die Geburtsgrotte zu tragen. Aus der Jungfrau Maria ist geboren das Licht vom Licht. Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe. So begann die Verkündigung des Engels. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen seiner Huld. Diesen Frieden
wünschen wir allen Menschen auf der Erde. Der Herr ist uns in allem gleich geworden, außer der Sünde. Und er hat uns erlöst, so heißt es im Lied, die Menschen berühren das Jesuskind hier zum Zeichen der Verehrung. In dieser weihnachtlichen Freude preisen wir den Herrn und loben die heilige Dreifaltigkeit. Wir sagen Gott Dank. So, die letzte Strophe dieses Liedes, dieses Hymnus, Puer Natus in Bethlehem. Ein Junge ist in Bethlehem geboren. Die Gläubigen schließen sich dieser Prozession an. Die Katharinenkirche ist unmittelbar benachbart zur Geburtskirche, in deren Krypta die Geburtsgrotte, die Stelle zu sehen ist, wo Christus geboren wurde. Sie kennen vielleicht dieses Bild mit dem Stern unterhalb des dort errichteten Altares. Wir hören die Glocken von Bethlehem. Ich hoffe und denke, dass wir auch gleich einige Bilder noch bekommen von der Geburtsgrotte, von der Prozession, wie sie an dieser Stelle angibt, wo auch noch ein Futtertrog zu sehen ist. Da sehen wir den Zugang zur Grotte. Man steigt dort hinab vom Kirchenschiff aus. Die Schola singt während der Prozession den Hymnus Christo Redemptor Omnium. Christus, Erlöser aller Welt, du Gottes einzig wahrer Sohn, geboren aus des Vaters Schoß, geheimnisvoll vor aller Zeit, des Vaters Abglanz, Licht vom Licht, von dir erhoffen wir das Heil. Erhöre deiner Diener flehen, das rings vom Erdkreis zu dir dringt. Gedenke, dass der Jungfrau Schoß dich kleidete mit Fleisch und Blut in unsere arme Knechtgestalt.
dich Urgrund unseres ewigen Heils. Das kündet uns der heilige Ort, zu dem wir wallen frommen Sinns, dass du vom Thron des Vaters kamst, als Heiland, der die Welt erlöst. Es jauchzen Himmel, Erd und Meer und alles, was in ihnen ist, dem Vater zu in frohem Dank, der dich gesandt zu unserem Heil. Auch wir mit deinem Blut erkauft, wir singen dir ein neues Lied voll Freude ob des heiligen Orts, da du für uns geboren bist. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Preis, Gott, den die Jungfrau gebar, Lob auch dem Vater und dem Geist, durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Viele Priester, die hier konzelebrieren, diese Krypta ist sehr klein. Zwei Treppen führen herab an diesen Ort der Geburt Christi, eine Grotte. Ähnliche Grotten findet man dort in der Gegend. Der Chor wiederholt noch mal einige Verse des Hymnus Christe Redemptor Omnium. Christus, Erlöser aller Welt. Jetzt erreicht auch der Erzbischof Pierbattista Pizzaballa mit dem Jesuskind diesen Ort. Wir sehen in den Altar, unterhalb des Altares ist der Stern, der die Stelle umfasst und markiert, in der Jesus Christus geboren wurde. Zunächst wird dann noch einmal Inzens eingelegt. Dominus vobiscum. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr.
factum est autem in debus illis. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinus Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. In diesem Moment legt ein Diakon das Jesuskind. An die Stelle der Geburt, unter den Altar. Mit den Worten: Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Weil in der Herberge kein Platz für sie war. Etre clinavi Dium in hoc preservio, quia non erit is locus in deversorio. Nachdem das Kind erst an die Geburtsstelle getragen und niedergelegt wurde, wird es nun an die Stelle der Futterkrippe gelegt. Et pastores erant in regione ad vigilantes, et custodientes vigilias, noctes subra. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Diese Worte werden hier von der Schola gesungen. Das Evangelium geht in das Gloria über. Gloria muster, glorifica muster,
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zu Rechten des Vaters, erbarme dich unser, denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Der Erzbischof nieder. Der Stelle der Futterkrippe. Christus liegt also hier an der Stelle der Futterkrippe, das die Christusfigur begleitet von den Gesängen des Chores, die diesen Ort besingen und diesen besonderen Augenblick. Das uns deutlich macht, dass Christus wirklich Mensch geworden ist, konkret, historisch. An einem bestimmten Ort. Bethlehem, in dieser heiligen Höhle wurde der Schöpfer des Himmels geboren. Hier wurde er in Windeln gewickelt, hier in die Krippe gelegt, hier von den Hirten besucht, hier vom Stern angezeigt, hier von den Weisen angebetet. Hier sangen die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hier ließ der Herr uns, Halleluja, schauen sein Heil. Halleluja. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns hier das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, mit den unverhüllten Glanz seiner Herrlichkeit schauen.
per omnia secula seculorum. Amen. Amen. Die Schule stimmt das große Te Deum an, den Lobpreis Gottes. Dich, Gott, loben wir, dich, Herr, preisen wir, dir, dem ewigen Vater, huldig das Erdenrund. Dir rufen die Engel alle, die Himmel und Mächte insgesamt, die Cherubim, dir und die Seraphim, mit niemals endender Stimme zu, heilig, heilig, heilig der Herr, der Gott der Scharen, voll sind Himmel und Erde von deiner hohen Herrlichkeit. Nun ist der Erzbischof Pier Battista Pizzaballa wieder von der Stelle der Krippe heraufgegangen, heraufgezogen. Die Prozession wird nun diesen Ort verlassen. Es wird vorher noch am Ende dieser Feier noch ein Schlusssegen erteilt. Damit geht unsere Live-Übertragung aus Bethlehem zu Ende. Ich danke Ihnen.